West-Berlin im Juni 1963. US-Präsident John F. Kennedy besucht die Stadt. Geschätzte 1,5 Millionen Berliner feiern ihn wie einen Popstar. Sein Besuch in Zeiten des Kalten Krieges ist ein Symbol im geteilten Deutschland. Damals, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, verliert Deutschland seine Ostgebiete. Das verbliebene Gebiet wird in Besatzungszonen aufgeteilt. Im Westen, der später zur Bundesrepublik wird, haben Briten, Franzosen und Amerikaner das Sagen. Der Osten, auf dem später die DDR entsteht, kommt unter sowjetische Kontrolle. Die alte Hauptstadt Berlin teilen die Siegermächte in 4 Sektoren, Ost und West. West-Berlin gilt als Insel der Freiheit im Machtbereich der Sowjetunion, während sich die Welt im Kalten Krieg in 2 Blöcke spaltet, Ost und West. Als Kennedy West-Berlin besucht, ist die Teilung der Stadt bereits zementiert. Im August 1961 hat die DDR-Führung alle Ausgänge rund um West-Berlin abriegeln lassen. Die berüchtigte Berliner Mauer wird zum Symbol des Kalten Krieges. In West-Berlin geht seither die Angst um, dass die verbündeten Amerikaner die Stadt aufgeben könnten, um keinen militärischen Konflikt mit der Sowjetunion zu riskieren. Das war von Anfang an klar. Deutschland lag an der Nahtstelle von Ost und West. Jeder militärische Konflikt wäre zuerst in Deutschland ausgetragen worden. Und zuallererst West-Berlin. Für die West-Berliner ist Kennedys Besuch daher ein Hoffnungszeichen. Vor dem Schöneberger Rathaus feiern mehr als 400.000 Menschen den US-Präsidenten. Und der hält eine der berühmtesten Reden seines Lebens. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Das hat die Menschen zutiefst beeindruckt, denn es stand ja ganz klar dafür, nicht nur, dass Kennedy persönlich sich mit diesem eingekesselten Teil der Westberliner Stadtbevölkerung identifiziert, sondern dass nicht nur diese Stadt, sondern damit auch ganz Westdeutschland sich des Schutzes der Amerikaner vor der potenziellen sowjetischen Aggression gewiss sein konnte. Wenn nicht Amerika seine schützende Hand über Westberlin gehalten hätte, hätten die Russen das ja dreimal kassiert. Das war auch allen klar. So wird Kennedys Berlin-Besuch emotional und symbolisch aufgeladen. Nie zuvor genoss ein US-Präsident in der Bundesrepublik höheres Ansehen.